Hey, hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute habe ich ein Thema mit einem schönen Fachwort, Resilienzen. Meine Eltern haben es grob übersetzt mit Wege zum Glück oder zum sich selbst die Kraft geben, um wieder etwas, ja, machen zu können. Wie ich euch ja am Mittwoch erzählt habe, hatte ich die totale Down-Phase schon letzte Woche mal. Ja, müsst ungefähr um diese, nee, war vorher, war am Dienstag. Ja, egal. Und da habe ich ja so einen Moment gehabt, wo ich gar nicht aufstehen konnte, wo ich nichts mehr wirklich tun wollte und wo ich dann aber, das, meine Lieben, ist mein Brot. Ich bin gleich wieder da, sonst habe ich gleich große. Ja, mein Brot ist fertig. Ich kann euch nur ein Foto zeigen. Das echte Brot geht nicht. So, das ist mal wieder so richtig High Quality. So dieses, ich film das Brot vom iPod ab. Hier so, da ist es. Es funktioniert, man sieht's. Trotz Nightshift-Modus. Bei mir ist nämlich gerade der Bildschirm schon ein bisschen dunkler. Weil ich immer. Vergesst's. Vergesst's einfach. Vergesst's. Ich bin schon wieder ins Schwafeln geraten. Dinge, die uns glücklich machen und uns Kraft geben. Da waren wir zuletzt. Da gehen wir jetzt weiter. Also, ich bin gerade total happy, dass mein Brot gut geworden ist, weil ich hab mir. Ungefähr vor 2 Wochen habe ich mir eine frische Hefe gekauft, weil die war im Angebot. Entschuldigung, dass ich loslache, aber das ist so ein Ding zwischen mir und meiner Mom. Meine Mom sagt immer, wenn ich irgendwelchen Krimskrams anschleppe, den kein Mensch braucht, gefühlt, entweder der war jetzt reduziert oder der war im Angebot oder es war ein rotes Schild dran. Weil dann kauft es Elena wahrscheinlich. Ja. Aber auf jeden Fall, so war das jetzt halt. Und da habe ich mir jetzt den dann gekauft und da habe ich jetzt lange überlegt, was mache ich damit. Und jetzt habe ich mich eben heute entschieden, spontan, ich backe mir ein schönes Dinkelbrot und das hat jetzt auch noch die Form von einem Herzen, zufälligerweise. Habe ich nicht so geformt, war Zufall. Du Mama, was ist eigentlich mit der Wasserschüssel im Ofen, fällt mir gerade ein. Die dampft dann nur vor sich hin, Okay. weißt du, ne? Ja, gut. Ist eh heiß. Sollen wir Karotten drauf tun, dann können wir die dampfgaren. Entschuldigt. Entschuldigt. Auf jeden Fall hatten meine Eltern und ich es vor kurzem von diesem Thema und haben überlegt, was so die Sachen sind, wenn mein Vater bei dem Vortrag war, um es ganz genau zu nehmen, und meine Mom. Was sind so Sachen, die einem selbst Energie geben und die einen glücklich machen? Wohl eigentlich eher so Energie geben. Also ich muss sagen, mir gibt es sehr viel Energie, wenn ich Zeit mit Leo verbringe. Also wenn der hier um mich rumhüpft und mir Zeit verbringt, das ist einfach so das Schönste am Tag. Genauso wie wenn man einfach so mitten am Tag immer wieder mit den Türen vom Schrank rumschiebt. Das ist. Und dann die Türen meistens nicht richtig zuschiebt und sie dann noch halb offen sind und dann der halbe Tag alle Viecher rein. Warum du das jetzt sagst, Das macht gerade meine Mutter, weil sie ein Gläschen sucht. Das übrigens neben die blauen Gläser kommt von mir, die großen. Ja, Entschuldigung. Keine Kraft. Nein, das ist ja nicht. Aber ich muss sagen, ich bin immer energievoll, wenn wir uns miteinander auskabbeln. Das gibt mir Energie manchmal. So dieses kindische Gekabbel mit Mom, das ist sowas, wo. Sag mal, hast du heute. Schiebst du jetzt alle Schubladen auf? Ich bin doch gar nicht in Schublade, ich bin jetzt. Oh mein Gott, das bist gar nicht du, das ist der Leo. Der schiebt seinen Napf rum und ich dachte, das bist du. Okay. Ja, kommen wir mal zurück zum Thema. Auf jeden Fall habe ich dann zu meiner Mom gesagt, dass es ja bei jedem Menschen was anderes ist, was einem Energie zurückgibt, was einem wieder Kraft und Mut gibt, weiterzumachen. Zum Beispiel heißt es, der eine freut sich sehr, wenn er an einem Bach oder an einem See laufen und spazieren gehen kann. Der andere, der muss durch den Wald laufen und die Äste unter sich knacken hören. Wieder andere, die kriegen wieder Energie, wenn sie einfach nur ein Schläfchen machen, selbst wenn es nur 10, 20 Minuten sind, da gehöre ich übrigens dazu. Wieder andere kriegen Energie dadurch, wenn sie ein Spiel spielen, das ihnen sehr viel Spaß macht. Das bin ich auch irgendwie.
Oder wenn sie einfach sich mit etwas ablenken können, was, was ihre Leidenschaft ist. Und ja, ich für meinen Teil, ich muss sagen, ich habe immer so dieses, es gibt ja dieses Wort Läuferhoch. Das ist, wenn Läufer den Punkt, wo sie erschöpft sind, überschreiten und dann noch weiterlaufen und dann so einen Adrenalinschub kriegen. Und wenn ich so total müde bin und dann irgendwas backe oder irgendwas koche und eigentlich schon gar nicht mehr kann, und dann kriege ich irgendwie sowas wie dieses Läuferhoch. Es ist dann wirklich so dieses, ich weiß nicht, aber das finde ich dann, diese Art von Brote oder diese Art von Gebäck oder wie auch immer, schmeckt mir dann immer am allerbesten, wenn ich irgendwie so das Gefühl habe, auch wenn ich heute einen schweren Tag hatte und es mir nicht so gut ging, habe ich noch wenigstens etwas erreicht und habe etwas geschaffen. Und das ist für mich sowas, was mir Energie zurückgibt, wenn ich das Gefühl habe, ich habe an einem Tag, wo es mir nicht gut ging, wenigstens irgendetwas geschafft oder etwas erschaffen. Und ja, das macht dann mich glücklich und dann fühle ich mich besser. Das ist so, ich sage ja immer zu meiner Familie, ich bin der totale Depressionsbäcker, und das ist der Grund dafür. Ich fühle mich dann einfach besser, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe wenigstens etwas gemacht, was Sinn hat. Das klingt jetzt gerade total komisch, aber so ist es dann halt eben. Und ich kann es nicht anders formulieren. Aber es gibt auch Menschen, die noch auf der Suche sind nach den Sachen, die ihnen Energie geben, die ihnen wieder Kraft gibt, weiterzumachen. Und es gibt solche Menschen, die gar nicht dran glauben, dass es sowas gibt, dass es da, die sind so tief in ihrer ja, Depression, Energielosigkeit, dass sie einfach sich nicht vorstellen können, dass es da irgendwas gibt. Und ich weiß, es klingt jetzt total nach dem bescheuerten Tipp, aber manchmal hilft es dann einfach, alles durchzuprobieren, was es so gibt. So sozusagen so lange zu probieren, bis man das findet, was einen selbst wieder aufheitert. Und manchmal ist es dann auch schon so, dass einen das ganze Probieren aufheitert, weil es einem einfach neue Ansätze gibt, weil es einen dazu bringt, aus dem Loch oder aus der Sache, wo man gerade drin steckt, oder aus der Energielosigkeit rauszukommen. Meine Mutter zum Beispiel bekommt Energie, wenn die Sonne scheint. Sie ist total das Gegenteil von mir in diesem Bezug. Also ich werde zu einem Pudding, der aus der Schüssel geflogen ist, sobald die Sonne nur ein bisschen mich erwischt. Und meine Mutter, die wird da zum Speedy Gonzales, wenn die Sonne bei ihr aufgeht. Und es ist einfach so, dass es unterschiedliche Dinge sind. Und meiner Ansicht nach ist es so, dass es das, was dem anderen jeweils Energie gibt und was ihn aufheitert, das sollte man ihn machen lassen und ihn fördern darin. Weil das könnte ihm dabei helfen, schneller gesund zu werden oder auch wieder schneller Energie zurückzuerhalten oder sich besser zu fühlen. Und da ist es dann doch nicht an uns zu sagen, was es zu sein hat. Also ich finde es immer so witzig. Ich habe eine Tante, die sagt immer, wir sollen doch, wenn Mom und ich irgendwie beide gerade nicht so die super Phasen haben, dann sagt sie immer zu uns, wir sollen doch mit ihr mitgehen, wenn sie Sport treibt. Weil Sport sei so gut und es gäbe so viel Energie zurück und überhaupt. Aber es ist ja das, was ihr Energie zurückgibt. Aber es hilft zum Beispiel also mir nicht, wenn ich Sport treibe, weil ich weiß, dass ich dann einfach bloß noch energieloser in der Ecke liege und dann kann man mich komplett vergessen. Und deswegen ist es am besten, wenn man das, was einem da hilft, dann auch macht und man aber auch bereit ist, neue Dinge zu probieren, insofern man sie dann auch probieren möchte. Also es ist nicht so, dass wenn dir einer anbietet, schlepp Steine die Treppe hoch, dass du dann das machen sollst, wenn du keine Lust dazu hast. Aber eben einfach so, Mann, ist das spooky! Hier neben mir, da quietscht die Tür auch noch. Das ist schon gruselig. Ja, aber auf jeden Fall ist es dann alles, in allem ist es so, dass wenn man einfach für sich was findet, was einem Energie gibt, dann sollte man diese Sache auch immer dann, wenn es einem schlecht geht, aber auch wenn es einem gut geht, tun. Weil das ist ja etwas, was in einem die Leidenschaft und das Feuer des Lebens erweckt. Ja, das war eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Und ich hoffe, dass euch mein Video vielleicht dem einen oder anderen weiterhilft. Eigentlich habe ich jetzt keine Tipps gegeben oder nichts, aber vielleicht hilft es einfach mal so das Wissen, dass es sowas gibt und dass es wirklich auch das, was mir da weiterhilft. Also bei mir ist es Backen, Zwischenschläfchen halten, nette Spiele spielen oder Zeit mit meinem Hasen oder so mit meinen Eltern zu verbringen. Also mit meinen Lieben, könnte man eigentlich eher so sagen. Das sind so Sachen, die mich wieder zurückbringen und mich erden, könnte man auch sagen. Ja,
Das war eigentlich alles, was ich euch dazu jetzt gerade so zum Sagen habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.retro@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Verbringt die Zeit so schön, wie ihr sie verbringen möchtet oder mit was auch immer. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns wieder am nächsten Mittwoch. Bis dahin. Ciao. Und ich esse jetzt mein Brot.